Bevor das Video im Übrigen anfängt, möchte ich nochmal kurz sagen, dass das Ganze hier kein Placement oder so ist. Ich habe die Sachen einfach nur bekommen und habe sie einfach nur gezeigt. Also nichts mit Geld annehmen und Werbung gibt's nicht. Und auf der anderen Seite, am Ende des Videos kam es zu Autofokus-Problemen, weil die G7X hat halt jetzt auch nicht den besten Autofokus. Ich meine, ich habe es bis jetzt, glaube ich, noch nie wirklich in einem Video gehabt, dass Autofokus-Probleme waren. Ich habe andere YouTuber gesehen, die mit dieser Kamera gevloggt haben und dermaßen Autofokusprobleme gehabt haben, also dass sie nicht fokussiert werden. Also sagen wir jetzt, meine Hand ist fokussiert, ne, so, dann mache ich weg und dann fokussiert sie nicht mehr. Das hat sie jetzt zwar gemacht, aber das haben zum Beispiel andere und das ist halt dieses Mal am Ende vom Video nochmal passiert. Das möchte ich auch nochmal kurz sagen. Ich komme nämlich gerade aus dem Schnitt, habe das Video gerade fertig geschnitten. Und ja, das Video ist auch zum Teil ein bisschen cringe, kann wahrscheinlich auch daran liegen, weil das eigentlich ein absolutes Bullshit Video ist. Aber ich brauche Content. Der Kanal ist am Sterben. Deswegen genießt jeden Content, den ihr hier bekommt, weil irgendwann wird wahrscheinlich eine Zeit kommen, wo wahrscheinlich mal 3 Monate keine Videos kommen, weil ich nichts machen kann, was Entertainment ist. Deswegen guckt das Video einfach. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Mein Vater hat eben so ein Renault Sport Merchandise bekommen von einem Kollegen, der es loswerden wollte. Das Ganze hat ungefähr einen Wert von 300 bis 400 Euro. Ja, der Scheiß ist wirklich so teuer. Er hat es um 100 bekommen, also Schnapperpreis. Und ja, wir werden uns alles angucken und ja, weil ich einfach Bock habe und dieser Vlog-Kanal sowieso gerade komplett des Todes verreckt. Also starten wir mal. Renault Sport Rucksack. Das Ding ist geil, weil das kann nämlich mein. Das wird nämlich diesen Sack hier ersetzen. Ich habe nämlich zwei davon. Das wird halt den hier ersetzen. Ziemlich geil ist, weil das Ding hat Qualität. Das hier ist ja nicht alles Stoff, das hier ist irgendwie anderes Material, wie man sehen kann. Drin hast du auch super viel Platz, was man nicht sehen kann. Ach komm, halt die Fresse. Ja, wie man sehen kann, es sieht zwar noch wenig Platz aus, es wird aber wahrscheinlich viel sein. Und ja. Ich finde den jetzt schon geil, Alter, weil allein das Design. So gelb und dann schwarz. Genau wie das Renault Sportlo. Einfach geil. Was haben wir noch? Wir haben hier. Ach du Heilige. Renault Sport. Das Ding ist einfach gefühlt größer als wie ich. Ja, das Ding wird safe irgendwo aufgehangen. Ich weiß noch nicht wo. Aber es ist geil. So, packen wir das beiseite. Was haben wir noch? Wir haben Alpinhaube. Sieht jetzt halt mit dem hier behindert aus, aber. Cringe. Der Cringe. Aber sieht doch ganz geil aus, oder? Perfekt. Sieh doch mal. Leck mich. Was haben wir als nächstes? Ein Pulli. Schwarz passt mir sowieso, deswegen. Brauche ich es gar nicht anprobieren, weil man sieht es eh hier. Mit Alpin-Logo hinten und vorne. Und hinten noch mein riesengroß. Den haben wir im Übrigen zweimal, aber zweimal die Größe, die mir passt. Dann haben wir gefühlt das, was eigentlich immer die Renault-Händler, also die, was eigentlich dort arbeiten, tragen. Das Ding werde ich wahrscheinlich im Sommer verwenden. Renault, Castrol, Infinity und was ich gerade gesehen habe, hinten nochmal Renault und das Renault Sportlogo. Das ist das Renault Sportlogo, das ist das normale Renault-Logo. Ich habe schon anprobiert. Ah, hier unten steht auch nochmal Renault Sport, Formula One Team. Das erinnert mich an den Schlüsselbund, den ich habe.
Ich habe es anprobiert, es sieht eigentlich ganz geil aus. Also das Ding kann ich mir vorstellen, dass ich im Sommer vielleicht anziehe, wenn es 30 Grad hat. Dann haben wir, das hier wird wahrscheinlich T-Shirt werden, was ich wahrscheinlich zum Schlafen benutze, genauso wie das hier. Weiß, weil ich sehe in weiß eigentlich komplett beschissen aus. Allgemein in hellen Sachen sehe ich so behindert aus. Weshalb ich meist außer der PlayStation Pullover. In dem sehe ich geil aus, aber sonst allgemein weiß, ne. Weil allein das hier schwarz, mein Handy schwarz, die ganze Ecke hier schwarz. Ja, also eigentlich, ich mag eher schwarz, weil allein, dass ich schwarz, also what the fuck, Alpine-Logo vorne, klein und hinten nochmal riesengroß. Die Belichtung ist auch sehr geil. Also wie man sehen kann, fett nochmal das Alpine-Logo hinten. Das hier ist die Vorderseite, ein bisschen klein, aber ja. Alpin-Sack, also genau das, was ich eigentlich die ganze Zeit schon verwende, ist auch ziemlich cool, aber ich werde den Rucksack wahrscheinlich mehr verwenden. Ich meine, Alpin ist auch geil, weil es halt vor allen Dingen nochmal die heftigere Marke von Renault Sport ist, aber ich will weg von diesen Dingern. So, dann haben wir, oh, das Beste. Renault Sport, Alpin, Renault Sport. Das Problem ist, die sehen, glaube ich, ein bisschen dumm aus, meint mein Vater. Ja, okay, ist wirklich ein bisschen dumm. Deswegen, ich werde die wahrscheinlich irgendwo hier im Zimmer wahrscheinlich verteilen. Aber sagt mal ehrlich, designtechnisch ist das schon geil. Am besten finde ich halt das hier in der Mitte. Ja, ich bin ein Riesenfan, das habt ihr glaube ich schon mitbekommen. So, was haben wir hier? Hier haben wir auch nochmal eine Art Polohemd, glaube ich, heißt das. Also das andere halt auch. In Blau mit Alpin. Wieder vorne klein, dafür hinten wieder riesengroß. Habe ich auch anprobiert, passt mir auch gut, wird wahrscheinlich auch sowas werden, was ich im Sommer wahrscheinlich trage. Und eine, ja, Jacke, auch Alpin. Kommt wahrscheinlich sehr gut an, wenn du dann Skoda fährst oder so. Ja, hinten wieder fett das Logo, hier vorne wieder klein. Wenn man genau guckt, kann man es, glaube ich, hier auch lesen. Alpin, da. Wenn diese dreckige Kamera mal fokussieren würde, ey, Digga, ich hasse sie. Hallo? Bist du dumm? Digga, fokussiert die einfach nicht. Ey, Digga. Diese Kamera will mich gerade verarschen. Hallo? Du soll da... Ich glaube, man hat schon gelesen, Alpin. Ja, das war's. Das war's. Ist halt jetzt das, was ich bekommen habe. Wahrscheinlich werdet ihr einiges im Hintergrund sehen, wie die ganzen Cappies und so. Die werdet ihr safe irgendwo im Hintergrund sehen, weil ich denke mal, die Cappies werden hier wahrscheinlich irgendwo verteilt werden oder so. Ja. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und tschüss.